Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallen Order. Nee, Atlas Fallen. Ich weiß gar nicht, wieso Fallen Order bei mir im Kopf war. Ich kenne nur Law and Order. Ja, nee, Fallen Order ist irgendwas mit Star Wars, glaube ich, gewesen. Oh, stimmt, ja. Durchaus, ja. Ja, zurück im Camp. Beruhigt habe ich mich noch nicht? Beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht? Kommt der Sauer weg jetzt gerade? Ja, lass mal gucken, ob wir uns diesen Handschuh da wiederholen können von dem Typen. Der von beobachtet uns. Der Mora. Oh, was ist da oben? Ach, kann ich noch nicht. Wo? Ja, hier oben blitzelt was, aber wir können ja, ich kann ja nicht springen. Ja. Nicht mehr. Ja. Ach nee, stimmt, die Kraft haben wir nur mit dem Gauntlet, ne? Ja, genau. Stimmt. Kind, ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet. Ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Es ist eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir. In meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Morath darf es nicht bekommen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Ja. Einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen, um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Du Leh. Morath hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Wie so ein kleines Kind, wenn Eltern irgendwie miteinander reden und das Kind läuft die ganze Zeit so hin und her, auf vor zurück. Ja. Oh, ich kann tatsächlich mit dem Steuerkreuz. Ja. Notsignal gesendet. Dein Mitspieler braucht Hilfe. Wie hast du denn das gemacht? Ja, Steuerkreuz nach links drücken. Ah. Ah, interessant, okay. Verstehe. Was bist du denn für einer? Ein Ochsenfrosch. Ja, aber wirklich. Kommen Sie dir nicht blöd vor? Also. Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Jetzt aber raus hier. Ja, na klar. Mhm. Oh, unteres Lager, oberes Lager, bin ich hier bei Gothic? Also, es fühlt sich halt wirklich genauso an. Da ist alles beschrieben. Warum ich geh mal hier, wo wir hier. Ah, da. Einfach beschließen kann, uns nice. Tribute, das scheint so eine Währung zu sein. Warum sollte aus, ein Sandsturm wie dieser einem großartigen Geschäft im Weg stehen? Ah, geil, der reisende Händler. Das ist die Stimme von Bugs Bunny. What? Ja, wirklich. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Ich habe gesehen, was du im unteren was Lager ist das? Getan hast. Ich habe ihn du in der doch, ja. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen. Aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah, mein Name. Natürlich. Konntest du Sachen auswählen? Lass uns noch auf nicht. Augenhöhe. Ja, ich rede gerade noch mit mir. Ja. Ich bin Händler und ich reise. Du kannst mich also den Reisen. Warum sollte ein Sandsturm lange dauert ich es habe noch, mich bis wir beim letzten Halt der Karawane angeschützt? Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Meine Waren sind so herausragend, dass nur ich von all den Tausenden von Händlern da draußen an die Karawanen verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte, aber trotzdem, wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Ich dachte, da kommen wir jetzt mit What's up, Dark? Welch unwahrscheinliche Begegnung. Oh, Rekruten? Ich habe gesehen, doch, oder? Ich werde natürlich... ja, ebenso. Ah, mein... Ich okay, ich überspringe das mal, was aber mit mir quatscht er nämlich auch jetzt nochmal. Nicht. Ich höre das. Gerade dabei sind, ich nicht. Wo sind...
So, Ausrüstung. Hm. Oh, man kann eine Ausrüstung kaufen. Ja. Aber die haben wir schon. Oder? Ja, das ist die, die wir haben. Oder haben wir die? Nee, ich glaube, wir haben keine an. Also, ich meine, 75, das macht einiges dazu hoch. Nehme ich. Kann ich das sehen, dass ich meine Rüstung irgendwo habe? Ja, auf dieser Menü-Taste. Ja. Wo die Quest. Ne, da sehe ich aber keine Rüstungen. Ja, also wenn du die kaufst, dann kommt das Menü tatsächlich. Weil ich bin gerade hier drin. Ah. Wieder zurück. Hä? Wie cool ist das denn? Stoff 2, Platte. Man kann also Färbemittel irgendwo finden, die dann einfärben. Also okay. Und alles sehe ich gerade. Und der Arm, dir halt eine Rüstung anzulegen. Yo. Oh, nice. Ne, oder? Ja. Und dann halt RT ist dann halt. Ach so. Wir haben zwar noch. Ah, ich kann auch den Helm ablegen, aber ich habe ihn trotzdem auf. Das ist nur optisch. Okay. Ja, nur ich lasse ihn an. Okay, interessant. Questgegenstand ist das altes Abzeichen. Jo, kennen wir. Wie lange dauert es noch, bis wir diesen schrecklichen Ort verlassen? Oh, hier ist ein Totengräber. Hast du den Totengräber jetzt gestohlen oder was? Nee, aber einen Toten. Ach so, ist ja noch schlimmer. Wow. Was machst du mit dieser Rüstung? Du bist ein Namenloser. Warte, willst du etwa freiwillig rausgehen? Bist du verrückt? Ich muss gehen. Ich muss etwas wiederfinden. Es ist wichtig. Die Wache am Ausgang wird dich vielleicht durchlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du machst einen Fehler. Nein, das ist Quatsch. Mach ich nicht. Geschwätz. Hier ist noch einiges. Ja. Morat. Okay. Meinst du nicht, dass es schon fertig ist? Nur noch ein bisschen. Das sagst du immer. Oh. Die Sonnenfinsternis ist noch nicht vorbei. Wunderschön. Unheimlich zugleich. Die Erleuchteten sagen, sie sei ein Omen. Also ich habe ja schon so ein bisschen kleines Gameplay gesehen und so, und ich freue mich echt schon, wenn ich hier im Sand entlang schlittern kann. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ja, nun. Ist nix weiter. Nö, dann zur Wache, ne? Warum sollte ein Sandsturm wie dieser? Mein Mora ist anscheinend nicht da. Oder wie auch immer der heißt. Du bist also hier, um dich freiwillig zu melden. Ja. Ja. Ich will nicht mehr herumsitzen. Ein namenloser weniger, um den ich mich kümmern muss. Das war einfach. Gut, der. Ja. Der nimmt seinen Job ernst. Oder auch nicht. Höhlenpfad. Hm. In meinen Ohren. Höre. Höre zu. Was? Ja, ich höre. Ja, sag doch jetzt.
brauche deine Hilfe. Zeigt den Weg. Wer bist du denn hier oben? Wer? Höhle. Bergauf. Oh, das sind Priester. Okay. Endlos. Außerhalb des Lagers ist es nicht sicher. Für dich immer noch eure Herrlichkeit. Und es geht dich eigentlich nichts an, aber ich schreibe Notizen über diese Sonnenfinsternis. Bergauf. Ich muss einen Bericht für die Kommandantin, für den Hohepriester schreiben. Endlos. Deine Anwesenheit vernebelt meine Gedanken, Namenloser. Meine Fresse, was sind denn die? Auf Wiedersehen. Also, nee, da will ich mit dir nicht weiterreden. Das, also... Bergauf. Komm zu mir. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs, Mann. Ja, Stress jetzt nicht. Kannst mal ein paar Flammenblätter klauen gleich. Deine Hilfe. Zeigt den Weg. Musik in meinen Ohren. Ja. Höhle. Ich höre doch. Auf. Komm zu mir. Endlos. Oh no. Oh, what? Mein Spiel hat sich gerade rausgetappt. Ach so, aber du bist ja bei mir da, oder was? Ich war noch rausgetappt, warum auch immer. Ah, das hatte ich aber auch zu Anfang, als ich über Steam einladen wollte. Ja, wenig später hat sich's minimiert. Das war merkwürdig. Aber interessant, dass du das dann auch merkst. Ja, bei mir stand gerade Verbindung mit wiederhergestellt oder sowas. Okay. Ach, das ist immer der Storykreis und sowas? Nein, so, ja. Okay, das ist aber gut zu wissen dann. Du! Gib den Gauntlet zurück! Wache! Erbärmlich. Das hätte ich von einem wie dir erwarten sollen. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon einen weiteren toten Namenlosen? Warte. Komm zurück. Zu mir. Wo bin ich? Du bist hier. Ich war... Warum das habe ich nicht. Du wurdest entführt von Morat. Ich verstehe. Danke, dass du... Jetzt werde ich dich beschützen. Ja, beschütze mal. Was? Ja, ich kann dich beschützen. Steinholz aktivieren. Okay. Jetzt fängt es an, kompliziert zu werden. Ja, so langsam. Oh Gott. Ohohoho. Lol. Oh, verwende dein Amulett. Okay. Ah, okay. Man kann ja also schnell hingehen und dann wiederbeleben. Das ist gut. Oh, das war sehr gut. Das war nett gemacht. Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Telos, die Ordnung, die
die Sonne? Das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern an meine Kräfte. Später. Wir müssen weiter. Sandpeitsche. Peitsche und das Schwert. Unterdrücken. Sand dabei. Unterdrücken. Da ist auch der Unterdrücker. Um Gleichgewicht wiederherzustellen. Anlegen. Kannst du deine Haupt- und Nebenwaffe auswählen? Oh, es gibt verschiedene Hauptwaffen. Bin jetzt schon ein bisschen verliebt. Sehr cool. Drück Y. Ah, okay. Zur Nebenwaffe machen, zur Hauptwaffe machen. Ah, okay, das kann man also wählen, was man halt haben will. Ja. Ah, okay, Amulette. Okay, da. Oh Gott, es gibt verschiedene Kombos. Oh Gott. Okay. Oh, krass. Amulette, ah. Hier ist doch Amulette. Okay, es gibt verschiedene Gauntlet-Verbesserungen. Okay, cool. Nice. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht für Leute wie dich bestimmt. Es gehört mir. Telos verlangt es. Das ist nicht gut. Du hast schon genug Unruhe gestiftet. Ich werde... Hauptmann, es ist die Königin! Ja! Oh. Wir müssen sofort hier weg. Los! Schneller! Schneller! Was ist denn sein Problem? Also erstmal in den Berg wieder rein, oder was? Ja, anscheinend. Lol. Was ist hier los? Ja, da freue ich mich auch gerade, was hier los ist. Den Sand. Er trägt uns. Oh Gott. Gut. Geil. Du weißt, was du tust. Oh, das ist so nice. Das ist nice. Wow, Hilfe. Und flüssige FPS. Geil. Bist du hinter mir? Hinter dir gerade, ja. Ich komm gerade ziemlich angejagt. Oh, Leute! Alter! Oh, ich grinse gerade die ganze Zeit. Das ist ja voll geil. Verstand ist bestenfalls verschwunden. Alter, wie schnell man wird. Königin
der Wächter. Aber wirklich? Wir müssen vor ihnen fliehen. Oh, oh. Oh, Vorsicht! Ah! Ich muss sie dort... Achso, dann kommst du wieder. Du willst dahin? Nach allem, was passiert ist? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Oh, sorry. Vorsicht! Warte! Vertrauen. Oh. Vertrauen mir. Das war nicht gut. Ja, gut, okay. Ich glaube, wir sollten da nicht reinspringen. Schon, aber vielleicht pünktlich abspringen und nicht erst 3 Kilometer vorher. Ich glaube, die Schlucht ist, glaube ich, zu heftig. Ich glaube, wir müssen da an der Seite lang. Einste? Oh ne, war richtig. Oh. Ja gut, wir sind entkommen, ne? Ah, gut, ja. Oh, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Mein Sand wird dich abfedern. Meistens. Wir müssen uns ziemlich weit von der Karawane entfernt haben. Vorhin hat jemand den Wächter geführt. Die Königin? Ja, die 1000-jährige Königin. Sie ist der Avatar von Telos. Das weiß ich. Das ist alles sehr rätselhaft. Aber wir sind vorerst entkommen. Wir sollten weitermachen. Ich spüre Menschen nicht allzu weit von hier. Es gibt eine Siedlung in der Nähe. Das könnte Castrum 7 sein, eine Karawanenstation. Vielleicht wissen Sie etwas über die Ritter. Lass uns aus diesen Höhlen verschwinden. Ich spüre etwas in der Nähe. Im Boden. Okay. Das Podest da vorne? Nein, eher etwas aus Metall. Was ist das? Der Gauntlet reagiert darauf. Es ruft mich. Ich erinnere mich an etwas. Das Bauwerk dahin. Wir können es freilegen. Was? Wie das? Ich sag's nochmal, vertrau mir. Also das hier, das sieht, ja, das sieht so aus. Wow. Bitte, was? Oh. Es war, als würde ich in den Sand hineingreifen. Es fühlte sich so seltsam an. Ich, das Metallding im Boden. Es war zerbrochen, aber es muss noch andere geben. Die Fähigkeit, das auszugraben, das unter dem Sand liegt, sollte sich als nützlich erweisen. Ich befürchte Jump'n'Run-Puzzles. Ja. Und vielleicht auch unter Zeit. Oh, nice. Ah, oh. Okay, also das können wir mittlerweile. Das ist sehr schön. Halt unter Sprinten ist das okay. Ja. Cool. Sonne. Finde den Ausgang der Höhle. Ja. Ausrasten.
Metapher wirklich, hä? Yeah. Ja. Ah. Ach, du Scheibenkleister. Jeder Essenzstein muss an einer bestimmten Stelle in der Momentumleiste ausgerüstet werden. Der bronzefarbene Rahmen um den Stein zeigt an, dass du gerade einen Rang 1 Stein erhalten hast. Drücke A, um den Essenzstein, okay, platzieren, ja, klar. Billig. Die Symbole unterhalb des Namens eines Essenzsteins zeigen deine Stufe an. Seine Stufe. Die Anzahl der Symbole ist ein Hinweis auf die Stärke von Essenzsteinen und erlaubt es, sie miteinander zu vergleichen. Verstehe. Zum Verbessern von Essenzsteinen werden bestimmte Pflanzen und Mineralien benötigt. Außerdem muss Essenzstaub verwendet werden, dessen Menge von der Stufe abhängt, auf die ein Essenzstein verbessert werden soll. Ja gut, klar, also Leveling, ja. Genau, ja. Okay, also wenn eine Stufe voll ist von diesem Momentum, dann ist dieser Buff aktiv dann. Ja. Verstehe. Die Macht eines Essenzsteins wird aktiviert, sobald deine Momentumleiste bis zu seiner Position mit Momentum gefüllt ist. Ja. Ah, okay, ja, verstehe. Und je mächtiger dieser Stein ist, desto mehr Momentum brauche ich natürlich. Hm, genau. Ja. Okay. Ach, das sieht man sogar. Ah, das sieht man in der Leiste. Genau. Da aktiviert sich mein Momentum bis zu seiner Position. Ach so. Halte das Momentum im Fluss, um seine Kraft freizusetzen. Kann man das Momentum denn nochmal nutzen? Gar nicht, das ist automatisch. Ach, das nutzt sich dann automatisch. Ah, okay. Ja, das füllt sich ja automatisch und dann. Ja. Aktiviert sich der Buff. Ja, leck mich fett. Krass. Das, was wir im Tutorial hatten, dieses LT und RT zusammendrücken, da, das haben wir ja noch nicht. Nee, genau richtig. Das wird vielleicht auch mit dem Momentum zusammenhängen. Ja. Das war auch heftig, als ich das im Prolog gesehen hatte. Ja. So, wow. Ich will nicht wissen, was es da für Fähigkeiten gibt. Erhalten. Okay. Ja. Wie geht das hier? Das Momentum wird schwinden, wenn wir aufhören. Wir Steuerkreuz nach oben drücken. Oh. Genau. Das ist schon eine Fähigkeit, die du nur wieder hast. Ja, das ist, ja, wird mich nicht wundern. Nein, nein. Ist die Frage, ob wir das da lang müssen, weil hier geht es ja auch noch lang hier unten. Ach nee, das ist die Höhle allgemein. Das geht ja im Kreis, glaube ich, hier, ne? Möglich. Oh. Es gibt halt doch noch Rätsel. Ersatzbein? Besonders, ey. What? Okay. Habe ich das eben aufgenommen oder du? Du hast es aufgenommen, aber wir haben es alle beide bekommen halt. Ah. Ja, natürlich. Ein Artefakt ist das. Mhm. Kann an Händler verkauft werden. Aha. Da unten ist noch ein Pilz. Ich glaube, den hole ich mal. Man holt sich ja sonst ungern Pilze, aber diesen Pilz mag ich ganz gerne. Den gönnst du dir, sagst du. Ja. Oh. Es ist also doch wichtig, überall nachzuschauen. Ich sehe schon. Eine Truhe gab's hier. Kann ich
kann auch beim Händler verkauft werden. Okay. Also es gibt verschiedene Kuriositäten und das ganze Zeug. Ja. Und hier steht, Artefakt noch nicht entdeckt. Finde und sammle Artefakte, um sie hier zu registrieren. Wenn du alle Artefakte dieser Sammlung an dich bringst, erhältst du eine große Menge Essenzstaub. Hm, das klingt gut. Also alles durchsuchen, die Wüste durchkämmen, im wahrsten Sinne diesmal. Ja. Dickhäuter. Dickhäuter. Häuter. Wow. No. Naja, das, also. Aber kann ich noch nicht. Also schon, aber. Ich bleib ja beim Schaden erstmal. Ja, bleib ich auch erstmal. Obwohl, warte mal. Kann ich das nicht? Leider nicht, weil es Bronze ist. Ach so, okay. Dass ich kann es woanders reinlegen oder so. Leider nicht. Leider. Na gut. Dieses. Sehr schön. Schöne Animation. Ich spüre einen weiteren Essenzstein in der Nähe. In dieser offenen Truhe. Ja, ich gehe nochmal kurz gucken. Wenn wir zu Thanos oder was? Bestimmt. Oder was ist hier gerade los? Was, wenn ich nicht hingehe? Dein Mitspieler hat einen Mehrspieler-Kontrollpunkt betreten und wartet auf dich. Ah, okay. Bedeutet also, Story muss halt zusammen gemacht werden. Ja. Okay, gut zu wissen. Werf einen Hammer auf dein Ziel, der zu dir zurückfliegt und allem Schaden zufügt, was sich ihm in den Weg stellt. Das finde ich Hammer. Oh. Können anhand ihrer Diamantform erkannt werden. Mhm. Ja, stimmt. Richtig, die sind anders aufgelistet da. Du hast einen aktiven Essenzstein erhalten. Aktive Essenzsteine können anhand ihrer Diamantform erkannt werden. Ja, aktive Steine ermöglichen es dir, weitere Angriffe und Fähigkeiten im Kampf zu verwenden. Steuerung habe ich morgen wieder vergessen. Das ist aber schön, dass es so alles Step by Step erklärt wird. Und unten siehst du auch die Verbesserungen, was du brauchst an Zutaten, ja. Sag ich mal. Genau, ja. Cool. Wir brauchen jetzt dafür Essenz, weil da haben wir noch gar nichts. Nee. Im Kampf kannst du aktiv Rang 1 Steine mit LT und X verwenden, sobald du genug Momentum generiert hast. Ah. Jetzt kommen wir langsam dahin. Man braucht also Momentum. Ja. Okay. Holy, die Verwendung haben aktive Steine an Abklingzeit. Ja gut, das ist auch klar, ja. Das ist ja logisch. Cool. Okay. Der hier ist anders. Oh, na klar, muss man das gleich verwenden. Viel mehr Kraft. Ja, natürlich. Gleich mal Tutorial. Okay, ja, der Hammer ist gut. Ja. Nice. Da haben wir mal verdammt viel Schaden. Holy ja. Shit. Nice. Okay, das Spiel wird immer besser. Durchaus. Super interessant. Ja, danke. Das ist der Lift von heute. Ich spüre einen Luftzug. Wir sind nah an der Oberfläche. Du musst dir was anziehen. Achso. Und ich wollte gerade fragen, nee, sorry, mir wollte einfach anlassen, aber gut. Oh, Pilz. Natürlich. Ein Eckenpilz, wer kennt ihn nicht? Ah,
Jeden Sonntag habe ich den. Arme hoch, da hast du einen Eckenpilz. Früher gab es hier Berge. Welche? Boah. Spürst du immer noch die Siedlung? Ja, sie ist nicht mehr weit entfernt. Warte. Werden wir hier so ein bisschen gucken. Ja, es ist ja... Amboss, ja. Vielleicht kann ich mich an mehr erinnern. Ist ja jetzt so langsam so ein bisschen Open World-mäßig hier. Ja. Das wird... Mein lieber Mann, das ist sehr weitläufig. Ja gut, du kommst ja auch natürlich schnell von A nach B, ne? Gerade wenn du jetzt so schlitterst. Genau, ja. Mitten im Nirgendwo. Hier hinten ist ja noch was. Lol, also hier ist wirklich einiges versteckt, sehe ich gerade. Im Sand. Ja, das ist ein Pokerchip. Gut, der ist aber schon Silber. Ja. Besteht eine mäßige Wahrscheinlichkeit, dass keine Aufblendung verwendet wird. Oh, das ist, der ist Rang 2, den können wir sogar da einsetzen schon. Ja, ja. Ja, geil. Ach, du bist da hinten irgendwo. Ja, ich bin hier irgendwo. Und hier ist auch irgendwo ein schwebendes Teil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ach so, oh, warte mal. Ah! Kann ich auch was hochheben? Ach, geil. Hm? Ach so. Da muss man hochheben und erst dann kommt so ein Ring für uns beide quasi da. Ja, dass das hier weitergeht mit der Quest. Ja, ich sehe es. Alter, kann man mal sagen, wie geil einfach die Grafik ist da hinten. Berge und die Wolken und sowas. Oder? Das ist echt... Mega. Kennt ja schon hier oben. Alter, Deck 13, was ist da los? Ja, wenn du zum Beispiel hier oben stehst, das ist schon beeindruckend. Ja, das glaube ich. So, aber was ist da oben? Ah, oh, da geht's noch kurz hin. Oh, Hilfe. Was ist das? Ah. Oh. Alter, hier ist halt überall irgendwas. Ja. Ja, die Artefaktliste ist auch mega lang. Ja, ja. Das ist, die leuchtet auch noch was hier drüben. Also, wir werden sehr viel erkunden müssen. Weil hier ist noch sowas. Oh Gott, wir werden hier drin versinken. In dem Game, das kann ich ja sagen. Ja. Okay. Jetzt da unten. So, jetzt also man kann auch nur auf Sand schlittern. Also wenn es auf Stein geht, dann müssen wir laufen. Ist das so? Ja. Ja, hört dann auf. Krass. Ah, ja, gut. Cooles kleines Detail so. Ja. Es darf nicht wahr sein. Es ist halt irgendwo was. Es ist so, Gott. So, da unten ist ein Kreis. Ah ja. Was? Ah. Oh. Halt, bleib zurück. Warte. Warte. Bist du... Stimme in meinem Kopf. Ja, dieser Amboss erlaubt es mir, mich in dieser Form zu zeigen. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin Nayal. Ja, Nayal, das hast du mir schon gesagt. Ja, Nayal. Das hier. Sag mir, was hier los ist. Was bist du überhaupt? Ich bin ein Geist, denke ich. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist immer noch lückenhaft. Der Gauntlet, den du trägst, ist ein uraltes Artefakt. Und es enthält gewissermaßen nun mich. Dieser Amboss, er ist mit dem Sand an diesem Ort verbunden. Ich spüre Erinnerungen durch
Nicht nur meine. Die Erinnerungen des Sandes. Du musst dir etwas ansehen. Was? Wie bist... Vor 10 Jahren begehrten die Ritter von Bastengar gegen uns auf. Sie erwarteten uns in ihrer größten Festung in Kaladrias. Eine Festung, unbezwungen seit Jahrhunderten. Doch ihre Hoffnung war trügerisch. Und ihr Mut war größer als ihr Verstand. Ich hatte sie vor ihrer Torheit gewarnt. Gewarnt, dass ich gezwungen wäre, sie niederzuschlagen. Doch sie hörten nicht auf mich. Telos forderte die Säuberung. Und ich tat, wie geheißen. Der Kampf brach los. Und wir waren weit überlegen. Doch die Ritter hatten eine geheime Hoffnung. Ein Gauntlet aus der ältesten Zeit, angefüllt mit Macht, die meiner ebenbürtig war. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Denn der Gauntlet konnte nicht geführt werden. Er war nicht bereit und wandte sich gegen sie. Das Symbol ihrer Hoffnung fiel. Und mit einem einzigen Lichtblitz nahm es ihnen alles. Die Rebellion war gescheitert. Das Licht verblasste, der Sand setzte sich und Stille zog ein. Was war das? Diese Vision kam aus der Vergangenheit. Die Ritter von Bastengar haben den Gauntlet in der Vergangenheit benutzt. Aber es hat nicht funktioniert. Die Ritter wissen von dem Gauntlet. Was bist du? Erzähl mir von Telos. Was bist du? Will ich das mal wissen. Ja gut, hat er ja schon gesagt eigentlich, aber... Ja gut, aber... Du meinst, du bist ein Geist, aber du erinnerst dich nicht? Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ich erinnere mich an ein Gefängnis, an Kämpfe und den Tod und... noch mehr Kämpfe. Und davor nur an Fragmente. In der Vision konnte ich die Ritter sehen. Finderin hatte recht. Sie wissen über den Gauntlet Bescheid. Dann bleibt unser Ziel unverändert. Ich will auch mehr darüber wissen, was geschehen ist. Und über mich. Und wenn wir das geschafft haben, können wir Finderin und die anderen in der Hauptstadt sehen. Ich hoffe, Sie sind in Sicherheit. Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu springen. Warte mal. Meinst du etwa fliegen? Oh. Nein, nicht fliegen. Versuch es einfach. Und du wirst sehen. Oh nein. Wie mache ich das? Ach so. Wenn man springt, hat man unten links so ein Flügelsymbol da. Ja. Luftkampf. Meine Gegner müssen in der Luft gekämpft werden. Mit RB kannst du einen Luftsprint verwenden. Aha. Gegen das Rüstung wird ein... So. Oh Gott. What a combo.
Oh Gott. Wo bist du da? Wow, das ist... Wow. Bitte bleibe konzentriert. Okay, Leute. Ich kann komplett in der Luft bleiben, Alter. Was ist da denn los? Ich sehe schon. What the fuck? Okay. Das ist auf eine Art geil, auf eine Art, denke ich mir, das wird noch kompliziert. Ja. Nee, du, komm nochmal zum Amboss. Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen. Aber für dich... Weil da habe ich einfach blind mal drauf gedrückt. Ja. Man kann hier so einiges machen. Oh, Gauntlet-Verbesserungen. Ja. Ach Gott, okay. Verbessern. Okay, ich kann jetzt nur verbessern drücken, aber... Ah, okay, geht nicht, weil nee. Wir das Grundstück nicht haben, oder was? Genau, richtig. Wahrscheinlich wieder so ein Artefakt oder sowas. Wir sollten die Artefakte vielleicht doch nicht verkaufen erstmal. Ja, obwohl, das kannst du ja nicht verkaufen, denke ich mal, oder? Ich weiß nicht, ob du die beim Händler eintauschen musst gegen Essenz. Ruin Rising Pack. Alle im Paket erhaltenen Gegenstände befinden sich jetzt in deinem Inventar. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber da war ja der Kampf dann. Was oh, haben wir so eine. Ist das so ein. Haben wir einen Key bekommen mit so ein paar. Dingen? Vorbestellerbonus, denke ich mal, vielleicht oder so was. Ja. Oh ja, ich sehe es gerade. Oh. Oh. Wieso kann ich denn das nicht wegmachen hier bei mir? Was denn? Bei mir ist noch das Ruin Rising Pack auf dem Bildschirm und ich kann es nicht wegmachen. Steht irgendwo eine Taste drauf, glaube ich. A oder irgendwie so. Ja, ja, drücke ich die ganze Zeit, aber ich springe dann nur und das geht nicht weg. So. Weiß ich nicht, ich geh nochmal zum Amboss vielleicht und drück nochmal B, dass es vielleicht irgendwie weggeht oder so. Nee. Wenn auch mit der Menütaste, wo du halt Richtung Gauntlet-Rüstung und so kommst, gar nichts. Gar nix. Ja, dann musst du mal hier speisen und dann müssen wir mal neu aufmachen. Das müssen wir, glaube ich, mal. Aber es ist ja auch ein perfekter Zeitpunkt für einen Tank-Cut hier. Tank-Cut. Ja, ich sehe schon. Ja, also Leute. Richtig, also auf jeden Fall verfliegt die bis zum Flug. Hä? Ja, tschüss.